Bis heute ist die Energiewirtschaft in Deutschland stark traditionell geprägt. Die hiesige Leitbranche des Automobilbaus dagegen ist schon seit einigen Jahren von einem Veränderungsprozess erfasst. Das Schlagwort Industrie 4.0 hat große Bekanntheit erreicht. Digitalisierung mit wachsender Vernetzung zeigt im produzierenden Gewerbe schon Wirkung. Der Smart Factory folgt jetzt mit einiger Verzögerung, die intelligente Energie. Bei Media und Telco sind wir voll durch. Eine ganze Menge der alten Player im Medienbereich, im Telekommunikationsbereich gibt es nicht mehr, weil sie aufgegangen sind letztendlich. Washington Post ist jetzt bei Jeff Bezos. Im Retail-Bereich sind wir mittendrin. Da erleben wir momentan sozusagen eine hybride Form von digitalen und physischen Geschäftsmodellen, die dauernd sozusagen angereichert werden. Das Beispiel, das ich gezeigt habe. Das nächste ist die Mobilität, unsere Leitbranche. Ne? Das sind unsere Automobilhersteller und die Gesundheit, die momentan intensiv an neuen Geschäftsmodellen forschen. Und das ganze Ding mit den intelligenten Produkten, intelligenten Fabriken hat das ist wichtig für uns, aber in der Geschwindigkeit der Veränderung deutlich langsamer als die anderen Industrien. Und ganz am Schluss kommt dann die Energie, obwohl das letztendlich nach der Energiewende ein reines Softwaregeschäft ist. Die Verbraucher sind dezentral, die Erzeuger sind dezentral und die letztendlich die Energie steuern und verteilen, sind Softwarekonzerne. Wenn man mal drüber nachdenkt, was in dieser Industrie gerade passiert. Auf zahlreichen Kongressen diskutieren Experten über das künftige Gesamtsystem Energie. Vom intelligenten Netz über die energieeffiziente Produktion bis zu Smart Buildings. Und heute reden wir nicht nur über Strom, sondern wir reden natürlich über Wärme, wir reden über das Thema Gas, wir reden über das Thema Mobilität. Und was ganz, ganz neu ist, jeder von uns kann nicht nur Verbraucher werden, sondern jeder von uns hat die Chance, auch Erzeuger zu sein. Big Data aus dem smarten Netz, ein kommendes und ein äußerst lukratives Geschäft. Daten aus allen verfügbaren Quellen werden zusammengetragen und ausgewertet. Wetterservices, Umweltdaten, ja sogar Social Media. Alles kommt in den großen Datentopf und wird algorithmisch prozessiert, um die Entwicklung des Marktes vorherzusagen und solche Prognosen für die Geschäftsoptimierung in der Energiebranche nutzbar zu machen. Umgekehrt wird das mit IT aufgerüstete intelligente Stromnetz von morgen selbst riesige Mengen an Daten erzeugen. Alles dreht sich um die Fragen, wann und wie Verbraucher Energie nutzen oder auch nicht, wie erneuerbare Energiequellen Strom produzieren oder auch nicht und wie sich diese Fakten in ein intelligentes Gesamtsystem aus Strom, Wärme und Mobilität vernetzen lassen. Die Intelligenz im Netz wirft die Frage der Sicherheit auf. Wie lässt sich diese für Wirtschaft wie Bevölkerung so extrem wichtige Infrastruktur vor Spionen und Hackern künftig schützen? Eine Antwort der Experten: IT-Sicherheit muss integraler Bestandteil der künftigen Plattformentwicklung werden. Es gibt einfach auch die Realität, die zeigen wird, dass nur, sag mal, sorgfältig geplante, entwickelte, auch unter Sicherheitsaspekten entwickelte Software und Hardware langfristig eine Chance hat, sich durchzusetzen. Animationen wie diese zeigen in eindrucksvollen Bildern, wie die schöne neue Welt der Energie von morgen aussehen könnte. Doch es gibt noch viele Fragezeichen, wenn es um den globalen Energiemix aus erneuerbaren Quellen und konventionellen Kraftwerken geht. Forschung über das umfassende Smart Energy System liegt deshalb voll im Trend. Übergreifende Forschung ist angesagt, hierzulande beispielsweise im neu etablierten Energy Lab 2.0 der Helmholtz-Gesellschaft. Der öffentliche Startschuss fiel nach zähem wissenschaftspolitischen Ringen im November 2014. Die Grundlinie ist natürlich, wir wollen runter von den Treibhausgasemissionen, 40% weniger bis 2020. Und wie machen wir das? Wir machen das durch eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und durch eine Erhöhung der Energieeffizienz. Das sind letzten Endes die Schrauben. Und wenn wir uns diese Tabelle hier anschauen, dann sehen wir in Zeile 2 und 3, dass wir bei der Erhöhung der erneuerbaren Energien eigentlich schon gut vorangekommen sind, dass wir aber bei der Reduktion der Treibhausgase und bei der Energieeffizienz keine große dramatische Entwicklung sehen. Und das zeigt uns, dass wir hier immer aufpassen müssen, dass das System richtig gesteuert wird und dass wir vor allem das Gesamtsystem betrachten müssen.
wenn man jetzt nach vorne blickt und sich vorstellt, wir haben einen noch viel höheren Anteil an erneuerbaren Energien, dann ist das verknüpft mit Paradigmenwechsel. Und ich habe zwei Punkte hier aufgeschrieben. Der erste Punkt ist, Elektrizität, vor allem aus Wind und Sonne, wird irgendwo zu einer primären Energieform. Und damit macht es natürlich Sinn, diese Form möglichst stärker zu nutzen, also Elektrifizierung, um eben Wandlungsverluste zu verhindern oder zu verringern. Das bedeutet, es wird interessant, elektrisch zu heizen. Es wird vielleicht interessant, industrielle Prozesse stärker mit elektrischer Energie zu befeuern. Der Transport natürlich, die Diskussion ist bekannt. Der öffentliche Transport ist ohnehin weitgehend elektrifiziert, aber auch der private könnte stärker elektrifiziert werden. Und auch die Umwandlung dann in andere Formen von Energie, die wir benötigen, wird interessant. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass dann die primäre Stromerzeugung stark schwanken wird. Und das bedeutet erstmal, Erzeugung und Verbrauch muss möglichst gut aneinander angepasst werden, aufeinander abgestimmt werden. Natürlich unter Berücksichtigung sehr vieler Aspekte. Sind hier genannt Netzstabilität, Effizienz, Kosten, Flexibilität, Versorgungssicherheit, auch Kundenanforderungen. Und es ist ein Ausbau der Netze erforderlich. Man muss auch nachdenken, braucht man neue Topologien dieser Netze? Speicher werden benötigt. Und auch dynamisch betreibbare Umwandlungstechnologien quasi als Verschiebebahnhöfe, wenn eben dann die Gesamtsituation so ist, dass das für das Gesamtsystem von Vorteil ist. Für das 5-Jahres-Verbundprojekt haben das Karlsruher Institut für Technologie, das Forschungszentrum Jülich sowie das Deutsche Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt 22 Millionen Euro aufgebracht. Mit diesem finanziellen Engagement hoffen die Forscher, das reichlich komplexe Gesamtsystem zu simulieren und besser zu überblicken. Das Energienetz wird kombiniert mit einem Informationsnetz, damit man überall und jederzeit über die Systemzustände Bescheid weiß, damit man keinen Zähler ablesen muss. Und dieses bedingt natürlich sehr viele Fragestellungen der Informationstechnologie auch mit zu adressieren. Hier ist der Versuch, mit einem zugegeben vielleicht etwas overengineerten Bild zu zeigen, welche Komponenten in diesem Energy Lab drin sind, wie die miteinander verknüpft sind und auch noch, wie welche Zentren da mit verbunden sind. Und ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Wir haben unten, das sehen Sie, diesen orangenen Balken, das ist sozusagen das Gehirn des Ganzen. Wir haben das genannt Smart Energy System Simulation and Control Center. Aber merken Sie sich einfach nur SENSIC, sehr schön sprechbares Akronym. Das ist sozusagen die Steuerungsebene. Und in diesem Zentrum haben wir eine Entwicklungsumgebung. Da werden Algorithmen entwickelt im kleinen Maßstab. Und darüber haben wir eine Validierungsebene. Und diese Validierungsebene, das ist das, was Sie da außen rum sehen oder oben drüber sehen. Da gibt es in Orange in der Mitte einen Anlagenverbund, wo verschiedene neue Versuchsanlagen aufgebaut werden. Und das Ganze wird eingebettet oder es werden auch existierende Versuchsanlagen eingebunden. Das ist oben in grün die Kette des Biolik-Prozesses. Auf der Verbraucherseite wird das sozusagen angedockt an das elektrische Netz am KIT. Hier gibt es dann verschiedene Gebäude oder auch Versuchsanlagen, die modellhaft da eingebunden werden. Die Wirtschaft, aber auch die Politik sucht nach Leitlinien fürs Handeln der etwas ins Schwimmen geratenen German Energiewende, in die weiterhin satte staatliche Summen fließen. Auch das Energy Lab profitiert von erheblichen öffentlichen Zuwendungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 wesentliche Fortschritte zu machen im Bereich der Energieeffizienz. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Ziels. Wir wollen 50% Einsparung durch Effizienz erreichen. Wir wollen bis 2050 80% Strom aus erneuerbaren Energien bereitstellen können. Und wir wollen in diesem Zeitraum 90% weniger Treibhausgase emittieren. Aber wir wissen eben, dafür muss man sich wirklich anstrengen und das kann auch eine Regierung mit noch so schönen Beschlüssen nicht umsetzen. Wir sind darauf angewiesen, dass dieser grundlegende Umbau in ganz, ganz wesentlicher Weise von der Wissenschaft selbst
vorangebracht wird, erforscht wird, die nötigen Erkenntnisse produziert werden, aber eben auch im Zusammenhang mit der Wirtschaft die Erkenntnisse erprobt, umgesetzt und in die Realität auf die Märkte gebracht werden. Trotz öffentlicher Energieernüchterung in den letzten Jahren, Politiker weiterhin als Mutmacher der Nation. Warum Deutschland geradezu prädestiniert ist, beim Smart Energy System vorneweg zu marschieren, das sagt uns zuletzt Hubert Zeisel. Ich denke, dass wir in Deutschland immer schon gut waren, nie verzagt auf die Herausforderungen zu reagieren, sondern sie auch angenommen haben. Und dass wir sie anders als andere Nationen auch wirklich umsetzen konnten. Was ist unser Asset bei dieser Umsetzung? Unser Asset ist das System. Wir sind die großen System-Know-how-Leute, die Systeme machen. Natürlich braucht man die Einzelkompetenz, aber die muss man zusammenführen zum System. Andere können Einzelkomponenten besser als wir, aber die Systemkompetenz sitzt hier. Das ist eine unserer Assets und Systemkompetenz ist etwas, was man auch hier braucht. Es geht eben nicht nur darum, das beste Windrad zu bauen oder die beste Photovoltaikanlage hinzustellen. Es geht darum, ein sehr gutes Energiesystem generell zu generieren. Die Energiewende ist aus unserer Sicht also eine komplexe Aufgabe. Und ich denke, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, ich glaube, dass speziell Deutschland ideal dafür geeignet ist, so eine komplexe Aufgabe auch zu lösen, weil wir die Systemweltmeister sind.